Was haben diese Sportschuhe damit zu tun, dass wir langsamer altern? Klar, Bewegung hält fit. Aber warum und wie eigentlich? Die Antwort steckt in Schutzkappen wie diesen. Aber der Reihe nach. Seit 5 Jahren geht Annemarie Groß regelmäßig zum Krafttraining. Seit dem Tag, als sie von einer Studie hörte und mitmachte. Also ich habe seit meiner Schulzeit überhaupt keinen Sport mehr gemacht gehabt. Und die Idee kam eigentlich von meinen Kindern. Die hatten mich motiviert, ich soll doch endlich mal was tun. Und daraufhin habe ich mich dann doch entschlossen, mich mal an der Studie da zu beteiligen. Wobei ich immer so im Hinterkopf hatte, ich habe eh keine Chance mehr mit meinem Alter. Doch im Gegenteil. Damals ist sie fast 60 und die perfekte Kandidatin für die Sportmediziner der Universität des Saarlandes. Vor 6 Jahren starteten sie eine groß angelegte Studie. Sie wollten herausfinden, wie genau sich Bewegung positiv auf den Körper auswirkt. Und zwar bei Sportlaien. Die Ergebnisse liegen nun vor. Uns ging es in dieser Studie eben nicht darum, wie sich das Training von Profisportlern, die ja vor allem auf Leistungszuwachs abzielen, optimieren lässt, sondern uns ging es wirklich um jedermann, um Menschen, die für ihre Gesundheit Sport treiben möchten und wie wir eben für diese Personengruppe wirklich noch präzisere Trainingsempfehlungen geben können. Also, welches Training verbessert was im Körper? 4 Gruppen trainierten 6 Monate lang streng nach Plan. Eine Gruppe machte Krafttraining, darunter Annemarie Groß. Eine Gruppe joggte, machte also Ausdauertraining. Die 3. Gruppe joggte auch im intensiven Intervalltraining. Die Kontrollgruppe trainierte gar nicht. Insgesamt waren 265 Probanden zur Studie zugelassen. Die Voraussetzungen: keine Vorerkrankungen, 30 bis 60 Jahre alt und kein regelmäßiger Sport vor Beginn der Studie. Vor und nach der Trainingsphase ermittelten die Wissenschaftler in einem Belastungstest die persönliche Fitness des Probanden. Sie maßen die Herzfrequenz, den Laktatwert des Blutes und die maximale Sauerstoffaufnahme des Körpers bei Auslastung. Dabei hatte Dr. Anne Heckstäden vor allem den Blutdruck der Probanden genau im Blick und bald ein erstes erstaunliches Studienergebnis. Der Blutdruck steigt bei Belastung erst stark an, fällt danach wieder ab. Bei manchen Probanden fiel er im Belastungstest aber nicht auf das Ausgangsniveau, sondern noch darunter. Erstaunlich, genau diese Probanden konnten durch das Training ihren zu hohen Blutdruck langfristig senken, so auch Annemarie Groß. 110 zu 75. Ärzte können nun also vorhersagen, ob jemand seinen zu hohen Blutdruck mit regelmäßigem Sport dauerhaft senken kann, noch bevor dieser überhaupt angefangen hat zu trainieren. Das ist wichtig für die Praxis. In der Zukunft kann das dem Hausarzt dann einfach helfen bei der medizinischen Entscheidung, kann ich es bei diesem Menschen jetzt erstmal wirklich nur mit einer Lebensstiländerung, mit mehr Bewegung versuchen, hat das die Aussicht, eine ausreichende Blutdrucksenkung zu erzielen, oder ist es doch besser, wir beginnen direkt mit den Medikamenten und der Bewegung natürlich, das soll ja kein Oder sein. Eine verblüffende Erkenntnis der Studie, selbst wenn unser Körper gegen Probleme wie zu hohen Blutdruck kämpft, wir müssen ihn nur bewegen und er kämpft von selbst erfolgreich dagegen an. Aber kann Bewegung unseren Körper auch langsamer altern lassen? Bei der Lösung des Rätsels kommen die Schutzkappen wieder ins Spiel. Wie altern unsere Körperzellen? Wie beeinflusst Sport diesen Prozess? Das erforscht der Kardiologe Christian Werner an der Uniklinik des Saarlandes. Wir haben eine Vorstudie durchgeführt, die hat sich vor allem auf die Masterathleten konzentriert. Masterathleten ist eine besondere Gruppe von Menschen, die ihr Leben lang Ausdauersport getrieben haben, also zum Beispiel Triathlon, Marathonlaufen, Olympiasieger, Weltmeister, die im Mittel 35 Jahre trainiert haben. Und in dieser Gruppe von Menschen haben wir erstmals zeigen können, dass die Zellalterung deutlich reduziert ist im Vergleich zu Personen, die ihr Leben lang keinen Sport gemacht haben. Das war der erste Hinweis darauf, dass Sport ein richtige Anti-Aging-Intervention ist. Christian Werner fragte sich, ob das auch für Freizeitsportler oder untrainierte Menschen gilt. Um das herauszufinden, isolierte sein Team weiße Blutkörperchen, Leukozyten, aus dem Blut der Probanden der Studie. Leukozyten deshalb, weil sich in diesen Zellen am besten beobachten lässt, was sich auch in den Gefäßwänden unseres Herzens abspielt und was es altern lässt. In diesen isolierten Zellen liegt der Schlüssel unseres Alterns. Genauer, im Inneren des Zellkerns.
Hier lagern die Chromosomen, die die Erbinformationen, die DNA enthalten. Jedes Chromosom hat am Ende seiner DNA-Stränge sogenannte Telomere. Wie die Kappen am Ende von Schnürsenkeln schützen die Telomere die DNA davor, auszufransen und unbrauchbar zu werden. Aber mit jeder Zellteilung verkürzen sich die schützenden Telomere. Dieser Verkürzungsprozess ist nicht umkehrbar. Das glaubten Wissenschaftler bisher. Dr. Werners Team aber konnte das Gegenteil beweisen. Wir haben in allen Probanden die Telomerlänge messen können mit verschiedenen Methoden und haben gesehen, dass nur das Ausdauertraining zu einer ca. 15-20%igen Verlängerung der Telomere im Mittel geführt hat, allerdings nicht in der Kontrollgruppe und nicht das Krafttraining. Deutliche und vor allem völlig neue Erkenntnisse. Da waren wir selbst sehr überrascht und sind sehr erfreut über das Ergebnis, weil es die Bedeutung von Ausdauertraining in der Prävention unterstreicht. Die Studie zeigte aber auch die Anti-Aging-Wirkung von Krafttraining. Der Körper von Annemarie Groß produzierte Proteine, die sich schützend über die Telomere legen und so einem schnellen Verschleiß vorbeugen. Auch Krafttraining wirkt also gegen Zellalterung. Alle Probanden, die trainierten, hatten am Ende jüngere Zellen als die, die gar nicht trainiert hatten. Die Wirkung merkt Annemarie Groß selbst nach Jahrzehnten des Nichtstuns. Also heute geht es mir wesentlich besser. Rein körperlich fühle ich mich sehr viel fitter. Es geht mir mental viel, viel besser. Ja, toller Erfolg. Daher trainiert sie weiter. Denn ihr Körper tut alles dafür, dass sie lange jung bleibt.